Hallo zusammen, in diesem kleinen Clip geht es um die Nasdaq. Und ich gehe auch direkt rein. Vor euch liegt der Monatschart. Mir geht es jetzt in dieser Besprechung erstmal um diese Linie hier. 15.274, da, wo ich die Pfeile gemacht habe. Das ist ein ganz klarer, ja, Leitplanke, Punkt, Widerstand, fast auf den Punkt genau. Vom Monatschart her sieht es alles noch in Ordnung aus. Ich habe hier nicht den Hauch eines Verkaufssignals. Wir sind weiter positiv für den Trendfolger. Wir sind weiter positiv für den Oszillator. Da ist nichts. Der Aufwärtstrend, ich habe den jetzt hier nur mal mit so einer Linie gezogen, ist in Ordnung. Die 20-Monatslinie ist ein bisschen weit weg mit 13.185, aber das ist egal. Wir waren also auch deutlicher drunter. Haben sie zurückgeholt und liegen jetzt ein bisschen drüber. Also da würde ich jetzt nicht so drauf schauen. Aber diese Linie ist wichtig und da gucken wir auch mal gleich im Wochenchart rein. Woche, hier, here we go. Mach es ein bisschen höher. Das sind natürlich viele, viele weiße Kerzen. Und auf einmal kommen da so ein bisschen die schwarzen rein. Das heißt, dieser Widerstand ist dem Markt, klar, völlig bekannt. Weiß jeder, sieht jeder, egal ob das ein Endanleger ist, ein Fonds ist oder jemand ist, der spekuliert, die ist ganz klar. Auf Wochensicht wird das Ding hier weicher. Hier über das MACD. Da ist also schwierig. Das heißt, dieser Widerstand ist wirklich voll und ganz akzeptiert. Wir gelten als heftig überkauft über den Oszillator, aber hier haben wir noch kein Verkaufssignal. Lediglich hier über das MACD wird der Freund weich. Dann gehen wir auf den Tageschart. So, hier ist er. Dass ihr seht, hier oben, was da reinkommt, das ist der Pfeil, den ich eben auch schon gezeigt hatte. Das sind für mich die zwei wichtigsten Punkte, Make-or-Break-Line. 15.274 und 14.687. Ich mache mal ein bisschen größer. Die kommt von dem letzten kleinen Verlaufstief hier. Wann war denn das genau? Das war am 26.06. Das war das Tief in diesem Tag. Wir handeln um die 20-Tage-Linie herum. Jetzt schaut nochmal, jetzt muss ich nochmal größer machen, wie eng die Bänder sind. Die liegen exakt mit den hier beschriebenen Punkten zusammen, oben wie unten. Das erhöht die Wichtigkeit von diesen beiden Punkten hier. Ja, da sind wir ziemlich genau dran, hier auch. Von der Technik her, muss ich mir das MACD ein bisschen hochholen, sind wir auf Tagessicht ein bisschen weicher. Ja, das ist sogar schon etwas negativer, als wir es eben in der Woche hatten. Und wir haben definitiv ein Verkaufssignal über die Stochastik. Das ist vorhanden. Die Enge der Bänder, die zusammenliegt, fangen wir mal im oberen an, mit eben diesem Chartpunkt, den wir hier schon seit ziemlich langer Zeit haben, das ist wahnsinnig wichtig. 15.274. Und nochmal hier als letztes Zwischentief die 14.687. Nasdaq ist manchmal schwierig. Das heißt, angenommen, wir sind um, was weiß ich, 15:30 Uhr, gehen wir hier mal drüber, 15.300, 320 oder sowas, ist das kurzfristig durchaus ein Kaufsignal. Das Problem wird aber, wenn wir dann so eine Kerze reinbekämen. Das heißt, wir gehen außerhalb des Bandes und dann wieder rein, ist es sofort negiert. Ich für mich werde es wahrscheinlich so machen, dass selbst wenn wir da drüber gehen sollten, während des Tages, insbesondere während des amerikanischen Vormittags, also sprich bei uns so ab 15:30 Uhr, renne ich da nicht gleich rein. Ich kann das machen oder ihr könnt es machen, aber ihr müsst sofort einen Stop setzen, wenn der Freund wieder hier in das Band reingeht, unter diesen Trend. Das ist ganz wichtig und das gilt nach unten genauso. Wenn wir hier kurz rausgehen und dann wieder reingehen, muss der Stop sofort da sein. Ich nehme es in Kauf, lieber mal, was weiß ich, 1% höher zu kaufen, mit ein bisschen Sicherheit, als dass ich da gleich hinterher renne und denke, hurra, jetzt geht es hier nur noch auf die, was weiß ich, 17.000. Ich habe folgende Scheine gefunden, das soll eine Suchhilfe für euch sein. Der eine ist der Call, ist 14.513. Der hat jetzt schon einen 27er Hebel. Ist nicht klein. Ja. Ich möchte nicht zu nah dran gehen. Ja. Ich kann natürlich auch einen nehmen hier bei 14.800, aber das reicht mir eigentlich. 14.513. Den gucke ich mir insbesondere an, wenn wir hier in dem unteren Bereich sind oder wenn wir drüber gehen. Dazwischen ist der jetzt hier. Klar, kann man so ein paar Schnüffelstücke kaufen, aber ich würde es nicht machen. Das ist die GP5 KEG.
Und als Put habe ich eingenommen, der hier hinter liegt, da muss ich jetzt mal ein bisschen runterdröseln, 15.603 im Moment. Das ist die GP1BFZ. Auch ein 26er Hebel. Den schaue ich mir an, wenn wir uns wieder dem hier nähern. Werde ich dann wahrscheinlich auch ausprobieren. Oder wenn wir hier durchgehen. Also die sind so eng dran, die sind für beide Momente geeignet. Was mir auffällt beim Nasdaq ist jetzt ein paar von diesen großen Werten da, neulich aber NTV, wie nannte der Berichter das? Die glorreichen 7. bei mir wird die Tesla ein bisschen weicher, die Microsoft und auch die Apple. Genauso wie Nvidia. Was sich dem entzieht, ist die, Metaverse. Dieses neue Threads, da hat er das erstaunlich, also 100 Millionen in ein paar Tagen, das finde ich viel. Ja, und es geht auch durch die Presse, der Kampf zwischen dem Elon Musk Twitter und dem Zuckerberg, finde ich köstlich. Ne? Aber das ist tatsächlich schon, das ist erstaunlich viel. Also 100 Millionen ist wirklich viel. Aber die anderen eben genannten, Tesla, Microsoft, Apple, Nvidia, die liegen bei mir nicht mehr so gut. Da werde ich auch mit Sicherheit in den nächsten Tagen nochmal einen Film genauer drüber machen. Ja, ich weiß noch nicht genau wann, vielleicht morgen früh, ich weiß es nicht, muss ich schauen. Wo ich auch da mal schon mal ein paar Puts nenne. Die muss ich mir aber genau raussuchen, was es da gibt. Da gibt es nämlich einen ziemlich großen Wettbewerb zwischen den Emittenten. Das muss ich mir genau anschauen. Aber die werden bei mir weicher. Und wenn ich jetzt sehe, so eine Nvidia, die ist jetzt allein in diesem Jahr 200% gestiegen. Nochmal, die hat jedes Recht zu atmen und sollte das auch jetzt tunlichst mal tun. Also welcher vernünftige Endanleger kaufen wird, nachdem er 200% gestiegen ist, ich würde mich wundern. Aber die, die dabei waren oder dabei sind, da muss man davon ausgehen, dass sie jetzt einfach mal Gewinne mitnehmen. So, hiermit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.